Jo, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Schauen wir mal Quickie-Projekt. Das Spiel, was wir uns heute anschauen werden, ist Silkworm für den Commodore Amiga. Den Helm, was wir gerade gesehen haben, das war definitiv von Airwolf geflattert. Oder zumindest ist das Einzige, was mir jetzt da einfällt, von wegen, wo ich so einen Helm, Helikopterhelm oder von mir aus Flugzeughelm, also Pilotenhelm, wo ich so einen jemals gesehen habe. Also ich bilde mir ein, das ist von Airwolf geflattert. Silkworm, also ich habe es hier, da habe ich die Verpackung. Das ist ein Re-Release, das ist nicht der offizielle, man sieht es, weil das so dünne Schachtel ist. Das Spiel kam für den Amiga, kam es 1989 auf den Markt. Und das Spiel ist gemacht worden von der Firma Tecmo. Und vertrieben ist die Amiga-Variante von Virgin Mastertronic. Und deswegen steht da auf der Seite noch Mastertronic drauf. Deswegen ist es ein Re-Release von Virgin selber halt eben. Oder Virgin Mastertronic. Und das Spiel stammt original oder halt eben. Es stammt eigentlich aus der Spielhalle. 1988 habe ich nachgelesen, ist das Spiel damals für die Spielhalle rauskommen worden. Und 1989 ist dann für einige Systeme konvertiert worden, unter anderem Commodore Amiga, Commodore 64, Atari ST, NES und ZX Spectrum ist es rausgekommen. Ich weiß nicht, ob ich jemals die C64-Variante gespielt habe. Die Amiga-Variante habe ich damals gespielt und die restlichen Varianten habe ich nie gespielt. Ich habe mir ein bisschen angeschaut im Internet, wie die eine oder andere Variante ausschaut. Muss ehrlich zugeben, die Arcade-Variante fand ich jetzt nicht so dolle, zumindest das Video, was ich gesehen habe, weil alles ziemlich klein ist. Deswegen finde ich, haben sie das am Amiga viel schöner gelöst, weil es ein größeres Spielfeld ist oder ein größerer Screen ist und Hubschrauber oder den Jeep, was man spielen kann, die sind ein bisschen kleiner geworden. Man kann sich ein bisschen bewegen am Bildschirm, das finde ich cool. Man kann das Spiel zu zweit spielen, das ist eins der Gründe, warum Silkworm eigentlich ein Klassiker geworden ist. Es schaut gut aus, es hört sich gut an und halt eben diese Zwei-Spieler-Option ist ziemlich cool gemacht, weil einer übernimmt die Rolle des Kampfhubschraubers und der andere von diesem Kampf-Jeep oder Geschütz-Jeep, wie auch immer man das nennen will, man sieht es hier eh. Und ich habe das auch damals ein wenig zu zweit gespielt mit einem Freund. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich es mit meinem Bruder ebenfalls zu zweit gespielt habe, aber ich weiß, mit einem Freund habe ich es definitiv zu zweit gespielt, ein bisschen. Ich habe das Spiel noch nie durchgespielt, ich werde es auch höchstwahrscheinlich heute nicht durchspielen, aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch das Spiel einmal, die meisten werden es eh kennen. Theoretisch gibt es ja auch einen Nachfolger, das Spiel hat Swift geheißen, auch Silkworm 4, glaube ich, ist es genannt worden, was aber im Endeffekt kein Nachfolger gewesen sein soll. Ist jetzt, ja, ich kann es nicht hundertprozentig erklären, ich habe mich da jetzt nicht in die Materie reingelesen oder was, und ich kenne mich jetzt nicht hundertprozentig damit aus, so viel dazu. Eine Sache, die ich aber auf jeden Fall auch noch dazu hauen will, ist einmal das, von wegen, das letzte Schauen wir mal Quickie-Projekt, was ich gemacht habe, war ja Leatherneck für den Commodore Amiga. Und da habe ich noch erzählt gehabt von wegen, hey, ich fand das irgendwie interessant oder komisch, dass das Spiel keine Hintergrundgeschichte hat. Hier in Silkworm haben wir eine Hintergrundgeschichte, es ist nur eine Mini-Anleitung dabei, leider. Ja, ich finde es auch lustig, ich werde das jetzt kurz vorlesen, weil nämlich in der Englisch, also du hast da diese Anleitung hast du in verschiedenen Sprachen, du hast es auf Englisch, auf Deutsch, Französisch und Italienisch. Aber die echte Grundgeschichte vom Spiel ist nur im Englischen abgedruckt. Im Deutschen und bei den restlichen Sprachen halt eben, du hast zwar so einen groben Überblick, der auch im Englischen beinhaltet ist, aber halt eben im Englischen haben sie noch extra vorher eine Vorgeschichte dazu geschrieben. Aber ich lese jetzt mal kurz die deutsche vor. Ja? Operation Silkworm. Doppelpunkt Aufklärung. Egal, ob Sie alleine oder als Partner in einem Team arbeiten, Ihre Aufgabe ist dieselbe, Ihren Weg durch das momentane Level zu ballern, bevor Sie Ihre zugeordnete Zeitgrenze erreicht haben. Je mehr Feinde Sie zerstören, desto besser sind Ihre Überlebenschancen und je mehr Heldenpunkte erzielen Sie. Die übrige Zeit am Ende eines Levels wird in Extrapunkte umgetauscht. Beschossene Bodenminen ergeben Plasmagas, fahren oder fliegen Sie in eine glitzernde Plasmawolke, so wirkt diese kurzfristig wie ein Shield. Das finde ich überhaupt geil, wie sie das geschrieben haben, aber ist wurscht. Und
schützt sie vor ihren Feinden und Zusammenstößen. Erscheinen zwei Plasmawolken gleichzeitig auf dem Bildschirm, sammeln sie die erste ein, schießen sie oder begeben sie sich dann in die zweite, um eine Superexplosion zu verursachen, also eine Smart Bomb. Gooseneck-Helikopter erscheinen auf dem Bildschirm als Teile, die sich dann montieren. In Klammer, sie sind sofort erkennbar. Nur der ungeschützte Hals kann durch Angriffe beschädigt werden. Da haben sie kann auf Englisch kein geschrieben, C-A-N. Ich finde es was echt süß. Das soll jetzt keine Nörgelei sein, aber ich finde das echt süß. Genauso wie das Schild haben sie auch so komisch geschrieben. Also nur der ungeschützte Hals kann durch Angriffe beschädigt werden und auch dann werden viele Treffer benötigt. Sollte es ihnen trotzdem gelingen, so können sie zusätzliche Waffen einsammeln. Ist richtig. Also das ist so ein Mini-Boss-Gegner und wenn es den zahnfällt, kriegst du halt eben mal ein Upgrade. Die Generäle, die das weitere Bestehen des Planeten bedrohen, da komme ich später dazu, das ist die Vorgeschichte, befinden sich versteckt in ihrem Kommandoschiff am Ende jedes Levels. Obwohl sie nicht ganz unschlagbar sind, sind diese Schiffe stark gepanzert und können allerlei Treffer ertragen, bevor sie zerstört werden. Um ein Level zu vollenden, muss der General getötet werden. Viel Glück, freiwilliger Rufzeichen. Das ist die Erklärung, warum du das Spiel spielst. Es gibt auch nichts, ich meine, ich kann es kurz herzeigen oder in die Kamera halten, es gibt keine Tastenbelegung, gar nichts. Da am Anfang kann man es jetzt gerade von wegen, wie man die Steuerung einstellen kann, wer jetzt da welche Steuerung benutzt, Spieler 1 oder Spieler 2 oder halt eben Jeep oder Helikopter. So viel dazu. Jetzt die Vorgeschichte. Ich werde es nicht auf Englisch vorlesen und ich werde jetzt auch nicht hundertprozentig versuchen, alles eins zu eins übersetzen, weil ehrlich gesagt, das fällt mir ein bisschen schwer. Aber ich gebe jetzt gerade mein Bestes, um die Vorgeschichte irgendwie wiederzugeben. Und zwar, Nuklearwaffen, sagen wir es mal so, wurden bei der Series of International. Also quasi nukleare Waffen wurden abgebaut nach einer Reihe von internationalen Abkommen nach dem Ende des Vierten Weltkriegs. Und jetzt ist die Zivilisation wieder zurückgekehrt auf Niedrig-Sprengstoff-Waffensysteme mit einer hohen Schussrate. Das heißt, der Krieg wurde fast schon umweltfreundlich. Der Krieg ist jetzt fast schon wieder umweltfreundlich. Da jetzt der Krieg wieder so geführt werden, wie halt eben in den guten alten Zeiten, nicht auf der Basis von wegen, wer die stärksten Atomwaffen hat, sondern halt eben die Stärke, also von wegen die Nummern, wie viele Einheiten man hat und wie viele Soldaten. Und das schaut vor allem in Power Action bei der Ban of. But even though the general have. Ja, und trotz dessen, dass die jetzigen Generäle, die an der Macht sind, halt eben ausgestattet werden mit zig Tanks, also mit zig Panzern, Flugzeugen, Kampfhubschraubern, Minen, Feldartillerie und was weiß ich, Panzern, was weiß ich, was alles, sind sie nicht glücklich. Sie sind ehrlich gesagt in Rage und die Kommandanten der Ein-Kontinenten-Allianz haben sich zusammengetan, um die politischen Führer von ihrer absoluten Macht und Stärke im Land zu überzeugen bzw. vom Thron zu stoßen und sie wollen halt eben eine Art militärischen Umbruch, wollen sie jetzt da in die Wege leiten, damit die wieder an die Macht kommen und halt eben die Gesetze ändern, dass wieder Nuklearwaffen wieder erhältlich werden. Durch diesen Vierten Weltkrieg, wo halt eben viele Nuklearwaffen eingesetzt worden sind, ist der Planet halbwegs aus der Bahn geschleudert worden, beziehungsweise eiert er und befindet sich nicht mehr in der echten Umlaufbahn. Das heißt, von wegen, die Welt existiert noch, der Mensch kann noch überleben, aber halt eben, die Erde kann sich nicht hundertprozentig erholen, weil sie ja nicht mehr in der originalen Umlaufbahn ist. Die
schlagt halt eben Wellen. Und ja, auf jeden Fall, falls die, die Generäle Erfolg haben und wieder die Nuklearwaffen an die Macht, also zurückkommen sollten, dann wollen sie halt eben ihren unerbittlichen Kampf oder Krieg fortsetzen mit diesen Waffen, und dadurch würde dann die Welt oder die Erde halt eben komplett aus der Umlaufbahn geschleudert werden, und dadurch wäre halt eben ein weiteres Überleben der Menschheit dort nicht mehr möglich. Die einzige Hoffnung für die Zukunft der Menschheit ist es jetzt, dass Waffenscientists, also Waffenwissenschaftler arbeiten an einem fortgeschrittenen Helikopter und einem Landvehikel, / einem Jeep, der die halt eben Waffensysteme und Fertigkeiten haben, um das Militär aufzuhalten. Falls sie Piloten oder Fahrer finden können unter den Normalsterblichen, die diese Prototypen lenken werden und halt eben mit diesen gegen diese Generäle und diese schier endlosen Gegnerwellen von ihren Soldaten halt eben das gegen die antreten und die halt eben besiegen. Und die einzige Chance, damit die Erde überlebt, hängt an einem seidenen Faden. Dieser Faden ist so dünn, dass man sagen könnte, er ist schon fast wie ein Spinnennetzfaden oder halt ein Faden einer Spinne. Deswegen Silkworm. Wobei Silkworm, ich habe das hier kurz gegoogelt, das ist, glaube ich, irgendwas anderes. Das ist jetzt nicht unbedingt das Spinnending, sondern sowas Ähnliches. Entschuldigung, ich habe mich nicht hundertprozentig vorbereitet. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, das Überleben der Menschheit hängt halt eben an diesem Spinnenfaden, und und Operation Silkworm ist halt eben jetzt der letzte Schritt oder die letzte Möglichkeit der Menschheit, der normalen Bevölkerung gegen diese Generäle. Und halt eben, wie gesagt, du musst halt eben diese ganzen Generäle musst zusammenfetzen bzw. umbringen, um halt eben die Menschheit zu retten. So viel zur Vorgeschichte. Sicherlich, ja, dieses Spiel hat nun eine Vorgeschichte, aber was für eine, also Wahnsinn. Gut, was gibt's sonst noch zum Erzählen, bevor ich mich reinschwinge in das Spiel? Ja, was mich immer schon gewundert hat, war nämlich das: Wir haben hier eine Musik, die hört sich ziemlich cool an. Im Spiel haben wir Soundeffekte, die hören sich auch grandios an, für die damalige Zeit überhaupt. Es war auch einer der Sachen, die hervorgestochen sind bei der Amiga-Variante. Ich habe mal kurz die Atari ST-Variante angeschaut, und lustigerweise, die haben Musik. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe immer geglaubt, von wegen, man kann das irgendwo einstellen. Ich habe ein bisschen herumprobiert, habe es jetzt aber nicht zusammengebracht. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob in der Amiga-Variante, ob es wirklich möglich ist, Musik während des Spiels zu haben. Bei der Atari ST-Variante glaube ich aber, du musst dich entscheiden, ob du jetzt da die Soundeffekte hörst oder die Musik. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Die restlichen Varianten, ich glaube, die C64-Variante hat auch nur Soundeffekte und oder, also Soundeffekte oder Musik, weiß ich es jetzt aber auch leider nicht auswendig, und die restlichen, muss ich zugeben, habe ich mir nicht angeschaut. Eine Sache, die ich auf jeden Fall noch gelesen habe im Internet, war ich glaube, die Automaten-Variante rennt endlos. Da kannst du nur bis zu einem gewissen Punkt kämpfen, wo es dann einfach heißt, naja, das Spiel ist aus, du brauchst gar keine Münzen mehr reinwerfen. Und die Amiga Atari ST-Variante und ich glaube die Spectrum-Variante sind die einzigen Spiele, wo man ein Ende reingehaut hat. Aber ich sage gleich, das Ende ist eine Katastrophe. Soll heißen, von wegen, du kannst ein Ende erreichen. Ich glaube 11 oder 12 Levels gibt es in dem Spiel. Ich habe es noch nie durchgespielt, das Spiel, gebe ich auch zu. Ich werde es auch heute wahrscheinlich nicht durchspielen, aber ich glaube, ich habe das schon gesagt. Auf jeden Fall, wenn du dann den letzten General um die Ecke gebracht hast, gibt es nur so einen kleinen Bildschirm, wo was draufsteht. Und ehrlich gesagt, das werde ich dann kurz noch erzählen, was da ungefähr drinnen steht, für den Fall der Fälle, dass ich nicht durchspielen sollte. Also fangen wir jetzt einmal an. Wenn mich das Spiel spielen lassen würde. Hallo? Was soll der Scheiß? Ich kann gerade nicht spielen. Ja, ich melde mich gleich wieder. So, jetzt da können wir spielen. Ich weiß nicht, was da jetzt gerade passiert ist, aber ich glaube mal, ich habe zu lange gequasselt. Da hat er. Da wollte dann das Joypad nicht mehr. Ich weiß es. Na toll. Gleich am Anfang krepieren. Super. Meine Chancen steigen, dass ich das Spiel durchspiele. So, da haben wir jetzt so eine Wolke, jetzt haben wir Schutzschild. Das hält auch nicht lange.
Da kommt so ein Goose. Helikopter, von dem kriegen wir jetzt dann ein Upgrade, wenn wir schaffen sollten, den dann abzufetzen. Und man kann auch nicht, man kann nicht alle Raketen oder Geschosse von den Gegnern abfetzen. Der jetzt zum Beispiel so kleine Raketen, da können wir überhaupt nichts machen. Ist eh klar, gestern habe ich es einmal kurz angespielt, da bin ich sehr gut gewesen und kaum bin ich vor der Kamera, spule den ärgsten Rotz zusammen. Na komm, so, jetzt haben wir Twin. Oh, das möchte ich haben. So. Upgrade. Ich hätte jetzt gerade eine Smart Bomb verwenden können, aber wurscht. Ja, wir haben drei Continuous Hammer. Und unten ist auch lustig, in der Mitte sieht man, da steht jetzt gerade Wave 1, 24, glaube ich, steht da drauf. Und man sieht da ungefähr, wenn die Zahl auf 0 geht, oder auch nicht, dann sieht man, dass der Endboss da ist und das ist halt eben unser Endboss. Da sitzt irgendeiner von diesen Generalen drinnen, das heißt, den ersten General haben wir jetzt Meier gemacht. Ja. Jetzt kommen wir in Level 2. Wie gesagt, so vom Spielerischen her, also es ist gut gemacht, es rennt schön, also in einer schönen Geschwindigkeit. Die Soundeffekte hören sich cool an, wobei ich vermisse doch ein bisschen an Musik, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und es ist halt eben das, jetzt da habe ich gerade den Doppelschuss, wenn du einmal zusammengefetzt wirst, verlierst natürlich wieder dein Upgrade, wurscht wie weit du upgegradet bist. Ich habe es noch nie über ein Upgrade 2 geschafft. Mal schauen, ob wir überhaupt den zweiten Upgrade sehen werden. Und mit dem Doppelschuss heißt halt eben bessere Chancen bei dem Goose-Ding. So, den haben wir. Jetzt haben wir halt eben Schnellschuss, Doppelschnellschuss, wie auch immer man es nennen will. Das ist schon fein. Das ist schon ganz fein. Ja, diese Tanks, die waren halt eben sehr blöd, weil die schießen ja nicht, aber halt eben für einen Jeep waren sie ein ernstzunehmender Gegner. Der Jeep hat halt eben dieses eine Geschütz auf der hinteren Seite und er kann auch springen. Also das haben sie wenigstens so gelöst. So, ich würde gern dieses Schild haben, ja. Ui, da kommt was. Das ist aber Wave 224, jetzt sollte eigentlich nichts kommen. Ja, bei den Tanks muss ich ehrlich zugeben, bin ich mir nicht sicher, ob das halt eben auch generelle sein sollen oder ob das nur... super, jetzt habe ich das Projektil nicht gesehen, weil ich voll Hirsch wieder einfach nur aufs Quatschen konzentriert habe. Also ich weiß nicht, ob das ein Zwischenboss sein soll oder ebenfalls ein Boss, weil die Helikopter theoretisch, das sollen diese Hauptbosse sein und ich meine, das ist halt eben auch ein Endboss, aber ich weiß jetzt nicht, ob da ein General drin gesessen ist. Und wir sind wieder zurück beim depperten Einschuss. Yay, Smart Bomb. So, Shield. Kavum. Also. Kavum. Ja, bei denen funktioniert das lustigerweise nicht so sehr. Voll reingeflogen. Ja, und der ist halt eben deppert, der fetzt von hinten. So, ich habe 3 Credit. Ich hätte gern. Ja, probieren wir es noch einmal. Kaboom. Ja, gestern, wie gesagt, ich habe es gestern halt eben kurz einmal angetestet, wieder mal, und lustigerweise jedes Mal, wenn ich was anteste, dann muss ich gleich weiterspielen, oder zumindest so lange, wie weit ich komme. Und ja, wie weit bin ich, bin noch, glaube ich, zwei Levels bin ich weitergekommen, aber das Ganze mit einem Continue, also ich habe nur ein Continue gespielt, nicht zwei. Ja, aber das ist viel besser gegangen, also wirklich um Häuser besser gegangen. Kaboom.
Usterbahn, Usterbahn. So, ja, jetzt haben wir den Deppen. Boah, das Schiff. Zu viele Winzlinge. Jo, na klar. Buff. Kartoffel. So, jetzt haben wir endlich wieder mal die Twin. Ja, na klar, da kommt der Depp wieder daher. Ein Boss sollte kommen. Aber jetzt ist wieder Wave 3, 54. Ich verstehe das nicht, weil das habe ich extra heute noch zufällig nachgelesen. Hey, ja, das ist urleibend. Bei dem Spiel wird das angezeigt, wie viele Waves oder Wellen halt eben jetzt noch kommen sollen und sowas. Mal das. Aber wie gesagt, ich find's okay. Ich habe es damals auch ein bisschen, also nicht so intensiv gespielt. Auch mit meinem Freund nicht oder was zu zweit. Da sind wir auch nicht so weit gekommen, was ich weiß. Aber so für zwischendurch war es eigentlich immer ein nettes Spiel, muss ich zugeben. Also hat es mir eigentlich schon immer gefallen. Die kann man nur zusammenfetzen, wenn die gerade schießen. Die sind sonst halt eben gepanzert oder haben ein Schild. Der ist wieder zu weit unten, dass man den erwischt. Aber es macht halt eben mit dem Helikopter ist doch leichter zum Spielen, als wie jetzt da, wenn man das Ganze probieren würde mit dem Jeep alleine zum Spielen. Ach Gott. Zu viel. Ja, das wird. Na, es ist zu viel. Es ist zu viel. Alter, geh weg. Depperten Kamikaze-Hubschrauber. Ja, und ich meine, euch ist es eh schon aufgefallen bei mehreren von meinen schon mal Quickie-Projekten. Ich bin nicht sehr gut, wenn es um Shooter geht. Ich spiele es zwar ab und zu gern und so, aber ich kann die nicht. Alter, bitte. Wie verarschen ist ein Micro Machines Hubschrauber oder was? Der die ganzen Dinger da raus hat. Ein Panzer. Und ich finde es auch schön, dass man einfach nur draufbleiben kann, / muss, beim Feuerknopf einfach. Dass man da nicht dauernd draufdrücken muss oder einen eben Dauerfeuerknopf haben muss. Die Funktion auf dem Joystick meine ich jetzt da. Kabum, so. Gut, ein Continue haben wir noch, also soweit werden wir nicht mehr hupfen. Ganz weg. Letztes Continue. Ja!
Karpfen. So, Wahnsinn, Alter. So, jetzt mal Flugzeuge. Zum Glück halten die meisten von den Typen nicht so viel, oh, nicht so viel aus. Der unnötigste Nuppler hat mich zusammengefetzt. Na gut, ja, das soll es gewesen sein, mehr oder weniger. Ja, wie angekündigt, wollte ich noch ganz kurz sagen, was das Ende vom Spiel ist. Das Ende vom Spiel ist einfach das, da hast du dann überhaupt einen ganz einen eigenen Endgegner. Das ist irgendeine Klonmaschine oder irgendwie sowas. Und da kommt immer irgendwas raus und das, da sitzt so ein Typ drinnen in so einer Kugel halt eben und der fetzt mit 100.000 Raketen im Kreis. Und die kommen immer wieder nach, kommt, dass du einen zusammengefetzt hast und du musst die Maschine quasi zusammenfetzen. Und wenn du es geschafft hast, dann kommt so zwei, drei Absätze kommen da und da steht dann drinnen, nachdem du halt eben die bösen Armeen besiegt hast, wird den Leuten klar von wegen, dass die ganzen Städte sind in Schutt und Asche gelegt, die Kirchen sind besudelt oder zusammengefetzt, irgendwie so, und der Dorfteich ist ausgetrocknet und die restlichen die restlichen Anführer der normalen Bürger die treffen sich mit den Bürgern in der Taverne, um jetzt über die weitere über den weiteren Ablauf oder das ganze noch einmal aufzuarbeiten, was da passiert ist in den letzten 11 Tagen, weil das alles, was da stattfindet, also pro Tag quasi, ist ein Level. Das ist überhaupt, das habe ich vergessen zu erwähnen. Und ganz unten steht dann noch, aber wenigstens einige von den Leuten sehen die Ironie in dem Geschehenen oder sehen den lustigen Aspekt in dem, was gerade vorgefallen ist, wo ich mir dann gedacht habe, Alter, bitte, was ist denn das für ein Spiel? Da überlegt man sich dann schon, ob man es gern so hätte wie bei Leathernecks, dass es überhaupt keine Geschichte gibt, weil die Geschichte an sich macht nicht viel Sinn. Ich meine, sicherlich, ja, du hast halt eben eine Bedrohung, die ganze Welt oder die Erde halt eben beeinflusst oder um die es halt eben geht. Du wendest das ganze Übel ab, hast dann quasi, die ganze Welt ist in Schutt und Asche, kommt vielleicht wieder zurück in ihren originalen Orbit. Aber das war's. Also, wie gesagt, spielerisch finde ich es nicht schlecht. Ich kann verstehen, warum es ein Klassiker geworden ist. Bei mir ist es jetzt nicht so hoch im Kurs, weil es ein Shooter ist. Ein Side-Scrolling-Shooter, was jetzt nicht schlecht ist, aber einfach, das ist nicht mein Hauptgenre gewesen damals. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, welches mein Hauptgenre damals war. Heute gebe ich ganz ehrlich zu, Rollenspiele und Ego-Shooter oder beides. Also so Fallout-Geschichten oder sowas. Das ist einfach mein Hauptding, das gefällt mir am meisten. Aber ja, das war jetzt der Silkworm, relativ nicht besonders gespielt, sagen wir so. Also ich kann leider solche Shooter nicht mehr, aber ich wollte es euch mal zeigen. Also Silkworm für den Commodore Amiga aus dem Jahre 1989, hergestellt von Tecmo und vertrieben von Virgin Mastertronic. Ich hoffe einfach mal, euch hat es Spaß gemacht, mir zuzuschauen, beziehungsweise euch berieseln zu lassen von meinem Gequatsche. Und ich wünsche euch natürlich wieder mal einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend und vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal wieder. Mensch, bleiben geil. Tschüss. Baba.